Verschiedene Einwände gegen die Position von Professor Markovic befasst und vielleicht mögen Sie darauf antworten. Ich sehe, Sie haben ein paar. Also, Herr Fuchs hat ja dankenswerterweise den Willen entschlüsselt, aufgeschlüsselt, besser. Wobei wir da ein bisschen zu der Analyse durchkriegen können. Beginnt damit, wichtig ist es, primäre Impulse zu nennen. Primäre sind nur so, das sind die niedrigen tierischen Impulse und das sind schon mal sicher die falschen. Primäre Impulse können sich ja auch letztendlich als die richtigen herausstellen, aber das nur am Rande. Zentraler, denke ich, war, dass man, wenn man sich frei fühlt, die Möglichkeit haben sollte, zwischen Handlungsalternativen wählen zu können. Und da denke ich, setze ich an, fundamental zu widersprechen, zu sagen, hätte man die Alternative, würde man anders handeln. Einfaches Beispiel, wenn ein palästinensischer Junge Steine auf israelische Autos wirft, dann tut er das, weil er so aufgezogen wurde, weil er das in seinem bisherigen Leben gelernt hat, weil er keine Alternativen gelernt hat. Wenn der irgendwo im Westen aufgezogen wäre, würde er vermutlich anders handeln. Das heißt, im Grunde ist unser Handeln determiniert. Es ist eine Banalität, dass man nicht sagen kann, zu 100% determiniert, aber mit der gleichen Banalität kann ich sagen, wir alle werden zu 99,9% Sicherheit hier neben dem Raum verlassen, wenn die Veranstaltung zu Ende ist. Das heißt, man kann es im Grunde determiniert auch stochastisch als Wahrscheinlichkeit betrachten, Wahrscheinlichkeit, die eben mit sehr großer Sicherheit eintritt. Und da fand ich ein bisschen bezeichnend den Ausspruch von Herrn Fuchs. Ein bisschen Determiniertheit gibt es nicht. Dem würde ich dann entgegensetzen. Ein bisschen Freiheit gibt es auch nicht. Denn entweder müsste man frei sein, dann müsste man auch frei sein von seinem eigenen Gehirn. Also frei sein von allen Bedingtheiten. Damit letztendlich auch frei von Denken. Das heißt, wir sind eben nicht frei. Wir sind gebunden an natürliche Gegebenheiten und in erster Linie natürlich in unser Gehirn. Und von daher, und da kann ich jetzt auch noch auf Herrn Baron kommen, weil er gesagt hat, Freiheit ist Freiheit von Zwang. Und hat dann auch hingeführt, ich habe Beispiele gesagt, wo der Hirntumor den Menschen quasi determiniert, zwanghaft macht. Das nehme ich sicher, so ist meine These verallgemeinert. Wir sind immer gezwungen, so zu handeln, weil wir eben immer determiniert sind durch unsere Gene und durch die Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Das heißt, Freiheit von Zwang ist einfach ein Beispiel. Hat auch mal Psychiater eine ähnliche Diskussion gesagt. Zwang, Waschzwang hat er als Beispiel genommen, ist jetzt ein Mensch unter Waschzwang leiden und muss in die Psychiatrie eingeliefert werden, wenn er sich 15 Mal täglich für 20 Minuten die Hände wäscht und ist ein anderer Mensch, der sich nur 11 Mal täglich für 7 Minuten die Hände wäscht, ein freier Mensch. An so einem Beispiel, denke ich, sieht man, wir sind alle Zwängen unterworfen, die sind graduell anders oder graduell anders in den Determinanten, aber, und das ist die wesentliche Aussage, die ich machen will, im Grunde kann man durch die statistische Wahrscheinlichkeit vorhersagen, wie ein Mensch sich verhält, wie er sich in Zukunft verhalten will. Das heißt, wir sind einfach an eine ganze Menge, schon auch eine ganze Menge schon erklärbare natürliche Determinanten gebunden.
Das wird mal irgendwas anfangen. Ja, würde ich gerne dann vielleicht auch antworten. Die Frage ist hier also, was verstehen wir unter Determinismus? Wir können uns gerne darauf einigen, von einem schwachen, versteht man das? Von einem schwachen Determinismus zu sprechen. Das ist ein bisschen ein hölzernes Eisen, denn das Wort Determinismus sagt nun mal, es ist festgelegt, es ist also bestimmt, und der Determinismus gerade im physikalischen Sinne sagt natürlich, oder im physikalistischen Sinne sagt natürlich, es gibt keine mögliche Abweichung mehr, es gibt auch keine Wahrscheinlichkeit, sondern es gibt eben die starre Festlegung. Wenn wir bei Wahrscheinlichkeiten sind, dann haben wir eigentlich schon keinen starken Determinismus mehr und dann ist streng genommen auch nicht mehr möglich, die Willensfreiheit aufgrund von Determinismus zu beschreiten. Man kann dann nur sagen, das Gehirn oder die Gene oder die Umwelteinflüsse, also meine biologisch-organische Konstitution, führt zu einer hohen Wahrscheinlichkeit, also legt zumindest ein bestimmtes Spektrum meiner Verhaltensmöglichkeiten schon mal fest. Ich kann bestimmte Dinge nicht tun, weil ich sie gar nicht gelernt habe. Der palästinensische Junge hat bestimmte Alternativen des Verhaltens, vielleicht bestimmte Moralvorstellungen gar nicht vermittelt bekommen. Er kann also diese Alternative nun mal nicht wählen. Wer also bestimmte Alternativen nicht hat, das heißt von seiner Ausbildung, von seiner Erziehung her oder von seinen Denkmöglichkeiten hier, der kann natürlich auch diese Alternative nicht wählen, aber die Willensfreiheit beruht darauf, dass wir bestimmte Alternativen haben. Und das ist ja ganz einfach, denn wenn wir sie nicht hätten, kämen wir gar nicht in die Qual der Wahl, wir kämen gar nicht in eine Entscheidungssituation. Die Entscheidungssituation ist gerade dadurch definiert, dass wir nicht einfach so weitermachen, dass wir nicht unseren primären Impulsen folgen. Das Wort primär meinte ich hier nicht im psychoanalytischen Sinne als etwas Primärtriebhaftes, sondern einfach das, was als primärer Impuls, Antrieb, Einfall unser Handeln ja bestimmen könnte. Aber das passiert in Entscheidungssituationen nicht. Warum? Weil die Situation zum Beispiel mehrere Möglichkeiten offen lässt, die wir realisieren, weil wir verschiedene Impulse in uns spüren, verschiedene Bewertungen vornehmen, weil wir eine Handlung, die wir eigentlich tun wollen, aus anderen Gründen vielleicht eher ablehnen, also weil eine Ambivalenzsituation auftritt. Und das ist die klassische Entscheidungssituation. Hier ist eben gerade nicht determiniert, also nicht zu 100% determiniert, aber auch nicht zu 95% determiniert, was wir tun, denn wenn das der Fall wäre, dann würden wir gar nicht überlegen. Wir kämen gar nicht in die Situation, uns entscheiden zu müssen zwischen zwei mehr oder minder schwierig zu unterscheidenden und zu bewertenden Alternativen. Also die Entscheidungssituationen sind gerade die, wo das so weiter wie bisher nicht mehr funktioniert. Und da sind wir jetzt, ob wir wollen oder nicht, ja geradezu zur Freiheit verurteilt, wie es Sartre einmal ausgedrückt hat. Wir müssen also eine Entscheidung treffen und die ist nun nicht mehr vorgegeben durch Gene oder Umwelt, denn wenn das einfach so wäre, dann würde die Entscheidungssituation nicht auftreten. Dann würden wir einfach so handeln, wie wir handeln müssen, ohne lange überlegen zu müssen. Also, entscheidend ist, was verstehen wir hier unter Determinismus? Und ich habe gesagt, ein bisschen Determinismus gibt es nicht. Wenn wir Determinismus so verstehen, dass er festlegt, was ich als nächstes tun werde und was ich in Zukunft überhaupt tun werde, dann ist er tatsächlich nur zu 100% wirksam, also oder zu 100% ein echter Determinismus. Andernfalls müssen wir von Wahrscheinlichkeit sprechen und niemand bestreitet, dass unser Verhalten in einem hohen Grade Wahrscheinlichkeiten unterliegt. Wenn man jemanden gut kennt, wird man voraussagen können, ungefähr, was er wahrscheinlich in dieser Situation tun wird. Wenn es nämlich eine für ihn übliche und keine ambivalente Situation ist. Bei den ambivalenten Situationen wird es schon viel schwieriger, ja, weil wir da unterschiedliche Antriebe, unterschiedliche Motive haben. Und auch wenn wir eine Person sehr gut kennen, wird es uns sehr schwer fallen, das genau voraus, also mit hoher Wahrscheinlichkeit vorauszusagen, was sie dann tun wird. Also Determinismus, ich lasse mich gerne darauf ein, Determinismus als eine Wahrscheinlichkeit zu verstehen, aber dann sollten wir ihn nicht benutzen, um Willensfreiheit zu widerlegen. Professor Balloon, vielleicht mal an einem aktuellen Beispiel, die terroristischen Anschläge auf den russischen Flughafen. War das absehbar? Also ist menschliches Handeln absehbar?
die heute Abend aufgerufen haben und beantworten werden heute Abend. Wenn wir als Nobelpreisträger und UNO-Generalsekretäre rausgehen, insofern wird da ein bisschen bescheiden an der Stelle. Absehbar natürlich in dem Sinne, dass es Handlungsdispositionen gibt. Diese 99% sind wahrscheinlich gar nicht so weit untertrieben für das an unserem Handeln, was auf relativ elementare Mechanismen, auf Handlungsdispositionen zurückführbar ist. Und deswegen hatte ich dieses Buch von Wegen auch gezeigt. Wir sind in einem erstaunlichen Maße irrationalen und gar nicht reflektierten Handlungen unterworfen. Die Idee, wir würden als selbstbestimmte, rationale Wesen ganz frei bestimmen, was wir tun, die kommt ursprünglich aus der Renaissance, Pico della Mirandola und nachfolgende und beschreibt sicherlich nicht unser alltagstypisches Tun. Also die 99% sind, glaube ich, auf ihren Verunstreuen und widersprochen. Das ist ja schon mal viel. Leider ist das 1% natürlich ein großes Problem. Was bedeutet diese Indeterminierung? Was bedeutet es, dass wir nur über statistische Korrelationen Verhalten vorhersagen können für unseren Begriff von Determinismus. Und ich denke, es ist wichtig, den Begriff des Determinismus in einer Weise zu formulieren, die der Neurobiologie gerecht wird. Auf der Systemebene von neuronalen Netzwerken gibt es diesen, ich sag mal, simplen, linearen Kausaldeterminismus der klassischen Mechanik definitiv nicht vorfindbar in wissenschaftlichen Erkenntnissen. Die gibt es, eine sehr, sehr theoretische Frage, aber es gibt definitiv niemanden, der auch nur eine Zelle im Detail in der Weise beschreiben kann, dass er jede molekulare Reaktion, jede Konzentration, jedes Stoffwechselprodukt zu jedem Zeitpunkt und dergleichen für die gesamte Zelle 1:1 zu 100% vorhersagen könnte. Das ist, glaube ich, mehr als eine wissenschaftstheoretische Spitzfindigkeit, sondern es bedeutet, dass wir prinzipiell zu Systemen wie einem sich verhaltenen Menschen, künftig unwohl nach Systemen zu bezeichnen, also zu solchen Forschungsgegenständen, wenn wir den zur Forschungsgegenstand machen, wir prinzipiell keinen Zugang haben, der uns einen Determiniertheit in diesem 100%-Sinne erlaubt. Und dann ist eben die Frage, ist es noch sinnvoll, Determiniertheit in diesem Verständnis zu behaupten? Kann man darüber sinnvoll sprechen? Das ist meine Position, man kann es nicht, man kann nur über systembiologische komplexe Zusammenhänge sprechen, die auch mit entsprechenden Forschungsmethoden angegangen werden, die ja unstrittig sind und die niemals zurückführen können auf kausal-mechanistische Sinne, determiniert im Sinne der klassischen Mechanik. Ich würde mich aber auch dagegen wehren, dieses 1% sozusagen als den Notnagel, als die letzte noch nicht erforschte Wiese irgendwie retten zu wollen und zu sagen, da passiert was ganz Geheimnisvolles, was kein Naturvorgang ist, was sozusagen primär der naturwissenschaftlichen Erforschbarkeit sich widersetzt. Und deswegen sitze ich vielleicht nicht umsonst hier in der Mitte, an der Stelle würde ich Herrn Markowitsch denn doch zustimmen, dann auch dieses 1% ist natürlich nicht unabhängig vom Gehirn. Auch wenn ich rational überlege, ob ich Medizin oder Jura studiere, spiegelt sich natürlich in meinem Gehirn ein neurobiologisches Geschehen ab, das ebenfalls Naturkausalitäten, wenn auch diesen komplexen systemtheoretischen Kausalitäten unterliegt. Also insofern ist dieses 1% schon etwas sehr Wesentliches, auch etwas sehr Wesentliches für unser Verständnis als Menschen, aber ich glaube nicht, dass es uns nach unserer Natürlichkeit als biologische Wesen enthebt. Das wäre ein Punkt. Ich möchte noch ganz kurz einen zweiten Punkt machen, zu dem, was Sie, Markowitsch, über die Kranken, die wir sozusagen extrapoliert haben, auf uns alle, gesagt haben, letztlich unterliegen wir alle in ähnlicher Weise einem solchen Zwang. Für unsere gesellschaftliche Praxis ist es natürlich ganz wichtig zu unterscheiden zwischen gestörten Verhalten und nicht gestörten Verhalten. Die Frage ist, ist das eine reine Konvention oder ist derjenige mit dem Hirntumor, so wie ich es dargestellt habe, in gewisser Weise fremdbestimmt durch einen Krankenhausvorgang in seinem eigenen Körper, den er nicht zu verantworten hat und den er nicht gewollt hat. In einem sehr theoretischen Sinne passt der Gedanke zu dem deterministischen Modell zu sagen, wir alle unterliegen solchen Zwängen, nur im Regelfall sind es eben unsere normalen Verhaltensweisen. Für alle praktischen Belange, glaube ich, ist es elementar wichtig, zu
zwischen Menschen zu unterscheiden, die zum Beispiel rationale Handlungssteuerung betreiben können, auch wenn die nicht frei von neurobiologischen Determinanten ist, und solchen, die das eben nicht können. Und da würde ich schon für die Praxis einen sehr, sehr großen Wert drauf legen. Der Mensch mit einem Wachzwang ist natürlich anders in seinem Verhalten gesteuert als Sie oder ich. Der mit den 7 Minuten ist wahrscheinlich um 11 Mal, ist wahrscheinlich einfach Chirurg oder so. Also, nicht direkt ein Krankheitsbild. Ja, so viel. Professor Markus, was spreche für Sie gegen den Paragraph 20 des StGB, den angesprochen wurde? Ja. Also, Paragraph 20, schuldunfähig, Paragraph 51, schuldunfähig, ich meine Juristen, würde ich kritische Paragraphen, in denen der Versuch gemacht wird, manche Menschen sozusagen vom Gefängnis zu retten, um sie dann eventuell in die Psychiatrie zu bringen. Die Frage ist, gibt es eben eine derartige Grenze? Und meine These ist natürlich, die gibt es nicht. Wir sind alle, da kann man sich, wie gesagt, jetzt streiten, ob es 99 oder 99, Prozent determiniert. Es gibt praktisch genügend Beispiele, wo man von naturwissenschaftlicher Seite vorhersagen kann, wie Verhalten sich entwickeln wird. Und es gibt sehr wenig, wenn nicht gar keine Gegenbeispiele, wo man sagen kann, die Person hätte jetzt auch anders gehandelt oder handeln können. Das heißt, was Sie noch sagen, man hat Alternativen, sich zu entscheiden, die sehe ich nicht. Er hätte dann noch eine Alternative, dann hätte er eben nicht gemordet. Dann wäre der Mord nicht passiert. Er ist determiniert durch seine bisherige Lebenserfahrung. Ihm fehlen möglicherweise entscheidende andere Komponenten, die ihn von dem Mord abgehalten hätten, wenn er noch die Information bekommen hätte, da drüben steht ein Polizist, dann hätte er vielleicht nicht gemordet. Aber so in seinem situativen Gefüge war es die einzige Möglichkeit, so und nicht anders zu handeln. Und dafür gibt es gerade in dem forensisch-psychiatrischen Bereich inzwischen zunehmend viele Beispiele. Es gibt da eine Neuropsychiaterin, die Dorothy Lewis, die praktisch ihr ganzes Leben damit verbracht hat, sich derartiger Forschung zu widmen. Die hat beispielsweise auch in berühmten psychiatrischen Zeitschriften Fälle geschildert, von der Zahl her einfach zu merken. 18, 18-Jährige, die alle schon auf der Death Row, also alle schon zum Tode verurteilt in texanischen Gefängnissen saßen. Und sie hat jetzt, man kann kritisieren und retrospektiv, die 18 Todeskandidaten untersucht, was ist mit denen los. Und sie fand eben, 17 von den 18 hatten eine Schädel-Hirn-Verletzung gehabt in ihrem Kopf gelegen. Alle 18 hatten mindestens eine psychiatrische Diagnose und nur einer von den 18 hatte 2 Elternteile, die meisten waren Waisenkinder gewesen. Und ich denke an in derartigen Konstellationsgefüge sieht man, wie Determinanten, wie sie in der sozialen Umwelt vorkommen, wie sie aber auch von der Hirnebene her auftreten, bedingen, ob jemand, und da kann jetzt wieder man das abtun als Wahrscheinlichkeit, aber kann man eben sehen, ob jemand mit höherer Wahrscheinlichkeit gekränkt wird oder wenn er jetzt in einem wohlgelegten Elternhaus seine ersten 18 Jahre verbracht hat, mit geringerer Wahrscheinlichkeit den gekränkt wird. Insofern meine These, wir finden immer Determinanten, nur manchmal sind uns die eher bewusst, wenn es so eklatante Fälle sind, wie bei den Todeskandidaten. In anderen Fällen sind wir, sage ich jetzt, so naiv zu sagen, wir haben die Alternative, jetzt zu sagen, ich trinke ein Glas Wein oder ich trinke
wird kein Glaswein mehr. Tatsächlich haben wir aber nicht die Alternative, weil unsere bisherige Lebenserfahrung uns entscheiden lässt, entweder noch zu trinken oder nicht zu trinken, je nachdem, was im Vordergrund steht, ob wir an unseren möglichen zukünftigen Leberschaden denken oder ob wir daran denken, dass der Wein jetzt in der gesellschaftlichen Umgebung uns doch wunderbar schmeckt. Das heißt, der Ausschnitt, Ausriss in der Welt und in der Umgebung und in dem, was unser beschränktes Denken uns in der Sekunde ermöglicht, führt genau zu der und nicht zu einer anderen Verhaltensweise. Insofern haben wir aber nie eine Alternative, sondern wir sind immer bedingt durch das, was an Konstellation gegenwärtig auf uns einwirkt. Wirkt ein anderer, wie gesagt, der Polizist in der Ecke, dann würden wir. Ich würde gerne dazu eine Nachfrage stellen. Und zwar, ich glaube, Sie verwenden, Herr Markowitsch, das Wort Determinanten und Bedingtheiten. Dagegen hätte ich nichts, wenn Sie Determinanten nun wirklich definieren als Bedingungen. Bedingungen hat unser Handeln und Entscheiden in der Tat, eben zum Beispiel die Bedingung, welche Möglichkeiten wir sehen, welche Möglichkeiten die Situation tatsächlich enthält, auch neuronale Bedingtheiten. Aber determiniert heißt eben, insinuiert dann immer wieder so etwas wie, es liegt uns fest, aber Determinanten sind nur Bedingungen. Und Freiheit ist natürlich immer bedingte Freiheit. Jetzt die zu den 1%. Es könnte der Eindruck entstehen, jetzt kürzen wir die 1% noch um die 0,9, dann bleiben 99,9% unfreie Situationen und dann irgendwie noch so ein kleiner Teil und das klingt ja schon nach Metaphysik. Gegen diesen Eindruck möchte ich mich doch stark wehren. Ich möchte das auch gar nicht in Prozenten hier angeben, wie viele von unseren Handlungsweisen über den Tag verteilt jetzt nun in einem freien oder einem gewohnheitsmäßigen Handeln entsprechen. Es genügt nämlich eigentlich die Möglichkeit, dass wir ein gewohnheitsmäßiges Handeln unterbrechen und überlegen, wenn es uns nämlich geraten erscheint oder wenn die Situation es nahelegt. Diese Möglichkeit, egal wie viel Prozent sie ausmacht, ist nun natürlich für uns als Menschen entscheidend im wahrsten Sinne des Wortes. Und es spielt keine Rolle, wie viel Prozent unseres Handelns nun tatsächlich gewohnheitsmäßig ablaufen. Gott sei Dank ist es ein sicher sehr hoher Prozentsatz, denn wir könnten gar nicht jedes Mal zu überlegen beginnen, bevor wir irgendwie zur Straßenbahn gehen und in die Arbeit fahren. Aber dieser Prozentsatz, dieser Anteil der Entscheidungssituation ist nun für uns tatsächlich entscheidend. Wir haben den ganzen Tag eine Entscheidungssituation nach der anderen zu bewältigen. Und wären wir gar nicht, hätten wir diese Alternativen nicht, dann wäre in der Tat die Frage, warum eigentlich die Evolution uns mit dieser sonderbaren Illusion ausgestattet hat und noch dazu mit einem Gehirn, das nicht nur diese Hemmungsvermögen enthält, die ich vorhin genannt habe, das also hemmt unsere primären Impulse, uns zu hemmen erlaubt, sondern das auch noch die Möglichkeit zulässt, nämlich über präfrontale Schleifen, diese Möglichkeiten durchzuspielen. Also es ist doch sehr sonderbar, dass das Gehirn offenbar ein Organ der Freiheit darstellt, das aber gleichzeitig gar keine Alternativen zulassen soll, wie Herr Markowitsch sagt. Da frage ich mich doch, warum haben wir denn eigentlich diese sonderbare Illusion, wenn es diese Alternativen dann gar nicht gäbe? Für uns als Menschen ist es tatsächlich zentral wichtig, dass wir in bestimmten Situationen diese Möglichkeit haben. Und ich habe ja schon gesagt, sie kann auch sehr unangenehm werden, diese Möglichkeit, nämlich zu einer Qual der Entscheidung, wo wir nicht wissen, was wir tun sollen. Diese wirklich höchste Freiheit, die wir im Reich des Lebendigen finden, ermöglicht uns gerade das menschliche Gehirn. Es ist insofern ein Organ der Freiheit, zu behaupten, dass diese Möglichkeiten gar nicht existieren und dass sie uns bloß vorgegaukelt würden, ist nicht nur kontraintuitiv, sondern auch reichlich unlogisch, muss ich sagen. Da finde ich Ihre Argumentation ein bisschen unlogischerweise. Ich meine, eine Illusion wird nicht dadurch logisch, dass man postuliert, wir brauchen die Freiheit und die macht uns als Menschen aus. Ich will eben andersrum sagen, wir haben tatsächlich die Illusion der Freiheit, weil das evolutionär gesehen unser Überleben besser sichert, als wenn wir die Illusion nicht hätten. Im Übrigen sind nicht nur wir
wir als normal Intelligente mit der Illusion behaftet. Es gibt ja, ich habe gesagt, Demenzpatienten zum Beispiel, die dann möglicherweise Einschränkungen unterliegen. Es gibt daneben natürlich auch Tiere wie Menschenaffen, die vielleicht eine ähnliche Illusion haben wie wir, nämlich auch ihre primäre Kurse erstmal ändern und dann tricksen können und ihren Partner hintergehen, indem sie nicht sofort die primitivste Reaktion auch durchführen, sondern erstmal überlegen, wie kann ich noch geschickter machen. Also insofern ist es nichts, was uns jetzt ganz besonders auszeichnet als Menschen, und es ist auch nicht jetzt zu hinterfragen, wieso haben wir die Illusion der Lebensfreiheit. Sie hilft uns tatsächlich im Alltag, sie ist praktisch fürs Leben, weil wenn wir sie nicht hätten, dann würden wir quasi immer nur sagen, ich bin die Marionette, die von irgendwo und irgendwie gesteuert wird. Das wäre doch nicht weiter schlimm, wenn es so wäre. Warum haben wir diese Illusion? Das ist doch schon sonderbar, dass uns die Illusion diese Illusion offenbar eröffnet hat. Das ist doch eigentlich eine sonderbare Erfindung, wenn man so will. Ja, was wir können doch einfach das tun, was wir tun müssen, ohne uns da auf die großen Gedanken drüber zu machen. Es gibt ja dann offensichtlich Menschen, die ein bisschen über die Illusion hinausgewachsen sind und die nicht mehr so akzeptieren. Aber das ist nicht interessant. Nein, das glaube ich nicht, ehrlich gesagt, weil Sie natürlich in der konkreten Entscheidungssituation um diese Illusion nicht herumkommen. Sie können sich hundertmal sagen, ich bin jetzt ohnehin schon festgelegt, Sie müssen trotzdem entscheiden, und Ihre Aussage, wenn ich einen oder wenn der Mörder das ist richtig. Die Entscheidungssituation lässt Ihnen tatsächlich nicht die Wahl, aus hier sozusagen sich heraus zu katapultieren. Wenn Sie sagen, der Mörder hätte anders gekommen, wenn der Mörder anders gekommen hätte, dann hätte er es anders gemacht. Das ist natürlich eine Ex-Post-Aussage. Nachträglich ist es immer so, dass alles festgelegt ist, aber die Entscheidungssituationen sind ja durch Zukunft gekennzeichnet. Also jetzt muss ich entscheiden und jetzt kommt es auf mich an, was ich jetzt tue. Und das ist gerade ein zukünftiges Geschehen, also eine zukünftige Möglichkeit, und der kommen Sie nicht aus, auch wenn Sie noch so sicher sind, dass Sie als Neurobiologe eigentlich durchschauen, dass diese Illusion besteht, haben Sie, wenn es denn eine Illusion wäre, und Sie kommen da auch nicht aus. Ja, aber wenn der Mörder jetzt entscheidet er aufgrund der Determinanten, die ihm bewusst sind, möglicherweise sogar aufgrund von weiteren Determinanten, die ihm nicht bewusst sind, und Sie auch zu. Das heißt, es gibt Determinanten, wenn Sie Bedingungen nehmen, also Determinanten Bedingtheiten nehmen, dann gibt es auch Bedingtheiten, die einem nicht bewusst sind, das ist richtig. Ja, und ich meine, das Ganze klingt mir wie ein bisschen schwanger, ein bisschen determiniert akzeptieren Sie, aber vollständig determiniert akzeptieren Sie. Ja, ich habe ja den Begriff des Determinismus in einem absoluten Sinn gebraucht und schon eingeschränkt und gesagt, dass ich ihn eigentlich so brennen würde. Ich sage bedingt. Also deswegen möchte ich den Begriff Determinismus mir eigentlich gar nicht anziehen. Also ja, ein bisschen Determinismus gibt es tatsächlich nicht. Es ist natürlich sich das sehr einfach gemacht zu sagen, es gibt keinen absoluten Determinismus, weil jetzt irgendwelche physikalischen Gesetze da vielleicht einen gewissen Widerspruch bringen. Im Alltag gibt es den Determinismus mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Dass Sie theoretisch sagen können, ja, das ist genauso Ihre Behauptung, dass es hier nicht gibt, das können Sie auch nicht behaupten. Der Determinismus ist eine metaphysische Position über den Weltverlauf, und er widerspricht zunächst mal das unserer alltäglichen Intuition, wer diese Behauptung aufstellt, der muss sie schon beweisen. Also die Beweislast, da würde ich klar dafür plädieren, liegt bei den Deterministen, nicht bei den Nicht-Deterministen. Das würde ich natürlich nicht so sehen. Ich mache mal einen Versuch. Ich bin jetzt mal ganz gegen meine sonstige Gewohnheit, die Partei der Mitte sozusagen, die auch immer wieder angesprochen wird. Was ich ganz wichtig finde, wir leben ja nicht gerade in einem Land, das für seinen Pragmatismus bekannt ist in diesen Debatten. Und Sie haben gerade diesen Einwand gemacht, wir sitzen nicht in einem Rhetorikseminar. Obwohl ich finde, Begriffe sind wichtig, dann müssen gelehrt werden. Und, genau.
Vielleicht sollten wir noch einmal auf die 99% zurückkommen. Das, was Herr Markovic gesagt hat, ganz, ganz wichtig, gerade als Neurobiologe. Und ich glaube, dass die wissenschaftsskeptische Haltung, die wir in unserem Land an manchen Stellen vorfinden, hier einen großen potenziellen Fortschritt zu übertünchen droht. Wenn herausgefunden wird, dass von 18 untersuchten Mördern in den USA, die zum Tode verurteilt sind, nahezu 18 neurobiologisches Defizit haben und ganz klar auf Schadensereignisse in ihrer Entwicklung zurückzuführen ist, ganz klar, jetzt mal, lassen wir mal die Rhetorik außen vor, aber was offenkundig auf Hirnfunktionsstörungen mit zurückzuführen ist, dann verändert das unsere Sichtweise für den Fans. Wenn herausgefunden wird, dass Patienten mit einer Schizophrenie-Erkrankung, die gehen wir einen Schritt weiter, eben nicht von einer Kühlschrankmutter, die ferne Gefühle zeigen konnte, in diese Situation mutwillig gebracht wurden oder aus Versagen der Mutter. Und dass diese Leute krank sind und deshalb behandelt gehören, und zwar auch somatisch behandelt gehören, nicht nur logischerweise. Dann entlastet das unglaublich stark die Schuldbegriffe, die dort überkommen sind. Wir hatten eine ähnliche Debatte 100 Jahre zurück oder etwas mehr als die Neuro-Lewis, als eine Infektionskrankheit eben infolge der Syphilis erkrankt wurde und dieses Krankheitsbild dann später irgendwann auch behandelbar wurde. Also ich möchte einfach daran appellieren, die enorme humanitäre Potenzial dieser simplen Frage zu erkennen, warum ist das so, warum verhält es sich so, warum verhält sich diese Gruppe so, die enormen Chancen, die da drin liegen. Gerhard Roth wird nicht müde, darauf hinzuweisen, auf die Gewaltstudien, an denen er zum Teil auch beteiligt war, die eben zeigt, wie Jugendliche und Kinder sehr früh durch Vernachlässigung, durch Gewalterfahrungen, in Kombination übrigens mit ganz bestimmten genetischen Varianten, die dann vorliegen können, zur Delinquenz geführt werden. Und wie eine offensiv betriebene Forschung an der Stelle vielleicht zur Früherkennung beitragen kann und auch zu einem adäquaten Umgang mit diesen Kindern. Also ich möchte eine Lanze brechen für das humanitäre Potenzial von wissenschaftlicher, kausal wissenschaftlicher, neurobiologischer Forschung in diesem Bereich. Das sind die 99%. Zu den 1% hätte ich eine Frage an Thomas Fuchs. Ich glaube, ein Teil der Reibung jetzt hier oder der unterschiedlichen Gesichtspunkte, die zum Ausdruck kamen, liegt daran, ist das 1% in derselben Weise an biologische Prozesse geknüpft wie die anderen 99%? Oder passiert da etwas ganz anderes? Ich kann mir da neurobiologisch vorstellen, und solche Modelle gibt es, dass das Frontalhirn in einem multistabilen Netzwerkzustand ist. Da kommen wir dann eben weg von simplen mechanistischen Erklärungen aus der klassischen Physik. Aber es gibt eben Netzwerkmodelle, unter anderem hier in Heidelberg und Mannheim auch publiziert und berechnet, die zeigen, wie so ein frontaler Kortex verschiedene Netzwerkzustände annehmen kann, die physikalisch bedingt und wenn auch nicht vollkommen durchschaubar, aber so doch offensichtlich Teile der Physik des Gehirns sind und die zum Beispiel so einen Vorstellungsraum umspannen können. Da wird mal die eine Verhaltensvariante und mal die andere eingestellt in den Netzwerkzuständen und wie sich dann natürlich mitbedingt durch äußere Einflüsse, mitbedingt durch Konstitutionen des Probanden oder dessen, den man dann untersucht, ein solcher Zustand herauskristallisiert, der dann vielleicht dominant wird als Handlungskreis. Das wäre ein rein biologischer, mit Naturgesetzen vollkompatibler Vorgang, den wir nach meiner Hypothese auch in den nächsten 50 Jahren nicht auf molekularem Niveau im Detail verstehen und zu 100% werden vorhersagen können, der aber Biologie ist. Meine Frage ist, kannst du mit so einer Vorstellung über das 1% leben oder nicht? Danke. Zunächst mal würde ich zu dem humanitären Potenzial noch mal kurz Stellung nehmen. Das dem stimme ich im Prinzip völlig zu. Die Erkenntnis über neuronale Bedingtheiten, oder gerade Bedingtheiten von delinquenten Verhalten, die Bedingtheiten von Schizophrenie, ist in der Tat etwas, was wir brauchen. Auch brauchen, um Patienten auch zu entlasten von falschen Selbstvorwürfen, Angehörige zu entlasten von falschen Selbstvorwürfen. Wir dürfen aber dabei nicht übersehen, dass es auch wiederum die andere Gefahr gibt. Ja? Ich möchte nur darauf hinweisen, ich soll deine Position nun gar nicht bestreiten, das humanitäre Potenzial sehe ich auch. Es gibt aber zwei andere Gefahren. Wenn wir das jetzt übertreiben, wenn wir nun das Kind mit Bart ausschütten und sagen, nun, das ist eben alles doch irgendwie durch das Gehirn festgelegt, dann passiert Folgendes. Erstens
alle Straftäter müssen letztlich irgendwie medizinisch behandelt werden. Zumindest wenn sie wiederholt straffällig werden, und sie müssen eigentlich als ein medizinischer Fall angesehen werden. Wir kommen also aus dem Schuldstrafrecht zwar raus, aber eigentlich in eine Medikalisierung von jedem Verbrechen. Und am Ende wird sich herausstellen, dass man Straftäter, schwere Straftäter, wie soziale Straftäter, gewissermaßen ausschalten muss, wie man eben dann einen Kampfhund ausschaltet, weil er eben nicht anders kann, als zu beißen. Das ist die eine Gefahr. Die andere Gefahr ist, dass jetzt gerade in der Psychiatrie Patienten zunehmend dazu neigen, ihre Schwierigkeiten, Nöte, Leiden, Krisen, Konflikte, auch mit depressiven Beimengungen, als etwas anzusehen, was irgendwie mit dem Gehirn zu tun hat, dass irgendwelchen Transmitter-Stoffwechselstörungen entspringt und was deswegen irgendwie medizinisch behandelt werden muss. Soweit, dass wir auch dahin kommen, dass nun medizinische Behandlung schon zur Verbesserung von Hirnfähigkeiten, also von gesunden Fähigkeiten diskutiert und zum Teil schon eingesetzt wird. Das heißt, wir neigen immer mehr dazu, das, was wir früher psychologisch erklärt und uns verständlich gemacht haben und was unser Beeinflussung, unsere Entscheidung, unsere Lebensführung unterlag, das irgendwie für ein medizinisches Problem zu halten. Also das heißt, wir begeben uns in Abhängigkeit von Experten, die zunehmend nicht nur die Schizophrenie, sondern auch noch alle anderen möglichen seelischen Probleme und Störungen als irgendwas mit dem Gehirn zu behandelndes ansehen. Das ist die andere Gefahr, die ich da sehe. Deswegen dürfen wir auf keinen Fall hier einen einseitigen Neurozentrismus hier das Wort reden, so wichtig diese humanitäre Seite gerade sehr delinquenten Verhaltens ist. So, jetzt zu den 1%. Ich habe mich ja schon mal dagegen gewehrt, das irgendwie zu quantifizieren, weil es mir einfach ein Zentrales ist, und da ist nicht der Punkt. Ich stimme völlig zu, dieses Verhalten, also diese Freiheitsgrade sind gebunden an Freiheitsgrade, die es auch im Gehirn geben muss. Das heißt, gerade, ich habe ja vorhin schon erwähnt, diese Ausprägung des Präfrontallappens ist bei Menschen sicher entscheidend für diese Fähigkeit. Und man kann sich auch vorstellen, dass es jetzt nun beschreibbar ist, was da abläuft in unseren Entscheidungsprozessen, Entscheidungsverfahren, als eine instabile, multivariate Netzwerkkonstellation, nicht? Die also sozusagen Attraktoren ausbildet, die nun kippen können. Wir können das also als ein systemisches Geschehen beschreiben, auf neurobiologischer Ebene. Die Frage ist also, es ist in dieser Hinsicht auch ein biologisches Geschehen, keine Frage. Allerdings es ist eben doch die Frage, ob die Tatsache, dass wir uns hier auf Möglichkeiten richten, dass wir denken, ob diese Denkvorgänge nicht selbst diesen Prozess in seinem Ablauf mitbestimmen. Ja? Damit meine ich nicht, dass das Denken jetzt etwas unabhängig von Gehirnvorgängen passierendes ist, was da jetzt nochmal zusätzlich eingreift, sondern dass einfach die Tatsache, dass wir uns auf etwas richten, dass wir denken, dass die eine Folge auf die folgenden Prozesse, eine Auswirkung auf die Folgeprozesse hat. Ja? Und diesen Prozess können wir dann eigentlich nicht mehr biologisch, wir können ihn biologisch beschreiben, aber er ist damit nicht vollständig erklärt, weil die Ausrichtung auf Gedankliches, die Ausrichtung auf Möglichkeiten, die Intentionalität, wenn man so will, von geistigen Prozessen, sich nicht vollständig in diesen Begriffen beschreiben lässt, und die brauchen wir, um überhaupt von Freiheit reden zu können. Also was ich würde zustimmen, dass die neurobiologische Beschreibung auf dieser Ebene gewissermaßen die Bedingung der Möglichkeit beschreiben kann, dass wir frei überlegen und entscheiden können. Aber sie kann die Entscheidung selber nicht vollständig erklären. Und ich vielleicht eine Sache machen, oder? Ja, geht ganz schnell. Kleine Nuance, in der wir da noch auseinanderliegen, denke ich, ist, dass ich sagen würde, du hast vollkommen recht, wir werden auch niemals um diese Bescheidungsebene herumkommen. Ich werde mein Verhalten oder das Verhalten von irgendjemand anderem nie neurobiologisch beschreiben können und sagen, sein Frontalhirn hat ihn jetzt oder dazu bewogen, in den Autobus zu steigen. Das ist natürlich vollkommen absurd. Und ich glaube, dahinter liegt ein tiefer Erkenntnis und wissenschaftstheoretischer Zusammenhang, also das ist nicht nur trivial, dass es absurd ist, sondern ich glaube, das ist etwas nicht Triviales, dass wir um die psychosoziale Beschreibungsebene, um die lebensweltliche Beschreibungsebene und alle die anderen Ebenen, auf denen wir uns bewegen, jetzt zum Beispiel gerade,
nicht herumkommen. Es ist nicht vorstellbar, dass wir diese Diskussion heute Abend zum Beispiel 1:1 in neurobiologische Terms übersetzen und sagen, ja, der Frontalkortex von Herrn Markovic hat jetzt irgendwie anders aktiviert als der von Herrn Fuchs. Das ist ja vollkommen absurd. Aber ich glaube, das ist sozusagen ein erkenntnistheoretisches Problem. Dahinter kommen wir aber nicht zurück. Es gibt eben keine Welt jenseits der erkennbaren Welt. Also wissen wir wohl spätestens seit Kant, dass es dann eben nicht sinnvoll ist, jenseits dessen Aussagen treffen zu wollen. Und darauf würde ich mich zurückziehen und nur sagen, damit es nicht gezeigt, dass es auf der biologischen Ebene etwas Nicht-Biologisches gäbe, was da irgendwie eingreifen könnte. Doch, das war jetzt aber schon wieder viel Semantik, die wir hier haben. Professor Markovic, wie denken Sie in Ihrem Buch Tatort Gehirn, wie denken Sie, wird die Zukunft des Strafrechts aussehen? Schreiben Sie über Hirnscanner, die sozusagen präventiv Maßnahmen erforderlich machen. Wie ist das mit einem Rechtsstaat kompatibel? Das ja, ich will da jetzt nicht so ganz groß ausholen. Im Grunde führt das zurück, wo ich jetzt auch nicht so stark widersprechen will, dass der Fuchs fragte, soll man auch Straftäter medizinische Fälle machen? Ich würde natürlich eher dazu sagen, ja, soll man machen, aber das deswegen, weil, und da hängt auch Ihre Frage, Prävention ist letztendlich eine Frage der Gesellschaft. Was wird die Gesellschaft? Ich denke, das ist nicht eine Frage von uns als Neurobiologen oder Wissenschaftler im eingeschränkten Bereich, hier vorzuschlagen, man soll in meinen Augen jetzt auch wieder die Determinanten aufschlüsseln. Wenn einer die und die Genallele hat, dann ist er schon mal eher aggressionsbereit. Da gab es vor kurzem einen Fall, wo einer deswegen zu 2 Jahren weniger verurteilt wurde, weil der Verteidiger damit durchkam, dass der Mann ein Genallele hat, das ihn sehr aggressiv macht. Also das wäre dann eine Determinantenrichtung in Genetik, eine andere Determinantenrichtung künftige Entwicklung, später Entwicklung. Aus all dem kann man dann sagen, oder könnte man dann dahin kommen, ist der Mensch eher gefährdet, und es gibt tatsächlich schon in Großbritannien Gesetzesvorschläge, gab es unter der Regierung Blair, wo man gesagt hat, wir müssen Kinder im Alter von 5 bis 7 Jahren screenen, um rauszukriegen, wer davon hat eine Wahrscheinlichkeit, in der Pubertät strafauffällig zu werden. Und es gibt gegenwärtig auch Studien, die mit 75-80% Sicherheit vorhersagen, anhand von so jüngeren Kindern unter 12 Jahren, wer von denen dann mit 16 bis 18 straffällig wird. Das heißt, das kann man. Die Frage ist aber nicht aufgrund neurobiologischer Erkenntnisse, sondern psychologischer. Das ist eine Kombination, also auch mit den Allianzen. Das kann man, glaube ich, nicht. Die gelesen sind nach American Journal of Psychiatry. Nein, ich meine nur, dass es psychologische Erkenntnisse dafür braucht, nicht die neurobiologischen. Aber im Grunde ist denke ich, die Frage, wenn die Neurowissenschaft sowas kann, was macht die Gesellschaft? Und da denke ich, muss man ansetzen. Die wollen wir aus Straftätern medizinische Fälle machen. Wir wissen, und das ist auch gezögert mit der Neurowissenschaft einfach, die Umwelt, der man jemand aussetzt, verändert. Sie gehen hier mit einem anderen Gehirn raus, als sie reingekommen sind, dadurch, dass sie zugehört haben und vielleicht mitreden können. Wenn dem aber so ist, dass sich ihr Gehirn ständig verändert, hat man natürlich auch die Gefahr der Manipulation. Das ist das, was die vorhin mit dem Sina-Zitat brachte, mikrochirurgische Eingriffe ins Gehirn, ist Kindererziehung. Und so ist natürlich auch Erwachsenenerziehung, wenn man Straftäter in irgendwelche Lager steckt, wie in Norwegen zum Beispiel, so auf den Inseln setzt und da durch diese Landwirtschaft betreiben, verändert man die dadurch. Die Frage ist, verändert man sie so, wie die Gesellschaft es möchte, dann soll man das tun. Wenn nicht, muss man andere Lösungen finden. Aber ich denke, das gegenwärtige Strafrecht ist auch nicht die Lösung, weil es zeigt, dass mit Mehrheit, wer einmal im
Gefängnis landet, eine Wahrscheinlichkeit über 50% hat, da wieder zu landen. Und wir kennen natürlich andere Determinanten. Die größte Gefahr, im Gefängnis zu landen, ist männlich zu sein. Das sind 8 von 10 der Gefängnisinsassen. Die nächstgrößte Gefahr ist, unter 35 zu sein, weil dann hat man noch einen recht hohen Testosteronspiegel. Also, wenn man sowas weiß, dann zeigt sowas so, wir sind im Grunde als Gruppe, wir sind im Gruppe im Grunde auf der Basis der Neurobiologie in Grenzen zumindest determiniert. Und was ich jetzt noch als in Grenzen sage, kann man natürlich extrapolieren, kann sagen, wir suchen, können nur das, was jetzt immer als 1% mitschwankt,